Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Fortune Island. Heute geht es weiter mit einem Einzelstück, dem 2012er Lamborghini Aventador J. Und wie man, denke ich mal, unschwer erkennen kann, fehlt hier das Dach und mehr oder weniger auch die Scheibe vorne. Und er sieht wirklich sehr komisch auch, außer ich meine noch dieser Rückspiegel hier in der Mitte. Natürlich, Türen gehen ganz normal auf der Lamborghini. Das ist ja nichts Besonderes bei denen. Auch wieder ein wenig luftig. Aber sieht doch irgendwie geil aus. Und ich meine, der Wagen, der ist halt auch extrem flach. Na, wie hoch ist der? 1,10 Meter vielleicht? Wenn überhaupt. Das ist schon extrem flach. Mit Spoiler und allem. Man sieht, ist es ein normaler Aventador mit 700 PS, 690 Newtonmeter. Völlig normal quasi. Überhaupt nicht außergewöhnlich oder so. Den Wagen gab es schon mal in Forza Horizon 1. Da war er aber, glaube ich, DLC. Jetzt ist er zurückgekehrt. Endlich mal wieder. Wir könnten den Motor wechseln. Racing V12? Nee. Effekt wechseln oder noch Turbos raufbauen. Allein schon, wenn ich jetzt die Turbo da drauf baue, habe ich schon mal über 1000 PS. Einfach nur, wenn ich die Turbos reinmache. Nicht mehr, wenn ich sie noch tune oder die Turbos verbessere. Einfach nur die Turbos reinbauen. Okay. Aber das machen wir mal nicht. So. Oh. Ich muss ja sagen, das sieht nicht verkehrt aus. Nehmen wir. Okay. Das sieht sogar eigentlich geil aus. Ja, das gefällt mir. Das ist mal ein schöner Forza-Spoiler. Das finde ich gut. Ich hätte jetzt eher so was Hässliches erwartet wie beim normalen Aventador, aber nee, das sieht wirklich gut aus. Die Felgen gehen leider nicht größer, aber dafür die Spur breiter. Weil sein Lambo ja auch extrem schmal ist. Ich glaube, der hat eine Breite von über 2 Meter, ohne Außenspiegel. Immer mal breit machen. Felgen. Ach, die lasse ich so. Serienmäßig hinten 355er. Muss man auch erstmal schaffen. Reifenbreite. Ja, und vorne sind es Fahrradreifen. Also, es muss besser werden. Es gehen noch Rennreifen. Ich glaube, die brauchen wir sogar gar nicht. Das J müsste, glaube ich, für Miura Jota stehen mit dem Wagen. Das J hat auch die gleiche Bedeutung wie beim Aventador SVJ. Also Super Veloce Jota. Soll das, glaube ich, heißen? Oh, Rennfedern. Oh, yes. Ja, tiefer gefällt mir eigentlich immer. So, gewichtstechnisch. Das Gewicht ist, glaube ich, hier im Spiel ein wenig falsch angegeben. Der müsste, glaube ich, sogar genauso viel wie der Aventador. Oder nur ein paar Kilo mehr, aber nicht über 1,6 Tonnen, so viel wiegt er eigentlich nicht. Boah, er ist ein bisschen zu, lassen wir mal so. Leistung, okay. Ne, das wird er nicht bekommen. 700 PS sollten ausreichen. Ist ja nicht so, dass der Wagen langsam ist. Nee, nee. Der ist schon schnell genug. So, Farben gibt es eigentlich nur das Rot. Man weiß auch, es war ja auch ein Einzelstück. Da gab es nur einmal dieses Auto und kein anderes. Rot ist schön. Okay, auch die einzige Farbe. Das Rot würde ich auch lassen, wenn es nicht ein gutes Design gibt. Merry Christmas. Auf jeden Fall nicht. Ja, Rot wäre schon ganz sexy. Monster Energy, ich habe es eigentlich erwartet, dass es so etwas gibt. Ja. Schweinsbraten. Okay, den da finde ich irgendwie geil. Ich meine, warum auch nicht Schweinsbraten nennen? Vielleicht mag der Schweinsbraten ganz gern. Sein Lieblingsessen.
Das ist aber ein sehr, sehr schönes Blau. Ganz geil. Auch hier der Rückspiegel. Der ist extra nochmal diesem. Ja, ist das ein Orange oder ein Gelb? Ich würde eher sagen Orange. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Das lassen wir so. Na gut, Fußgängerschutz ist da. Würde man, glaube ich, in Deutschland nicht so zulassen können. Ist ja nichts gegen diese 1000 Gesetze. Das Design gefällt mir. Eher schlicht, aber geil gemacht. Okay, jetzt ist der Rückspiegel auf einmal blau. Vorhin war der noch orange. Vater-Spoiler, die finde ich auch echt cool. Die sehen wirklich gut aus. Und das sage ich wirklich selten bei Forza-Spoilern. 70% hinten. Boah. Deswegen geht jetzt auch die Aerodynamik. Ist jetzt auch voll einstellbar. Top Speed, oh, nur 3,32. Das ist alles aber echt nicht so viel. Das geht aber mal gar nicht. Ich denke, wir können auch. Ist die Frage, gehen wir jetzt eher auf Geschwindigkeit oder eher auf Kurven? Ich meine, den Top Speed, den werden wir sowieso nicht brauchen. Ich glaube, selbst wenn der Wagen 300 fahren würde, sollte das in den meisten Fällen reichen. Und wenn bin ich halt vielleicht 2 Sekunden im Drehzahlbegrenzer. Ich gehe mal mehr auf Kurven. Vorne natürlich auch mehr. So, unter 3 Sekunden auf 100. Oder 60 Meilen. Ja, aber ich weiß, es sind nicht 100, es sind 97 km/h oder 96. Aber who cares? So, Getriebe. Natürlich wieder 7-Gang-Getriebe. Aber der Unterschied zu vielen anderen Supersportwagen, das ist kein Doppelkupplungsgetriebe. Zum einen wegen Gewicht und auch wegen Platz. Weil Lamborghini meinte, ein Doppelkupplungsgetriebe in diesem Auto wäre doppelt so schwer und würde auch doppelt so viel Platz verbrauchen im Auto. Das haben sie auch dagegen entschieden. Und ich meine, es schaltet trotzdem sehr schnell. Ich glaube, die Gangwechsel dauern 50 Millisekunden. Ist schnell genug. Und halt die Gangwechsel, die sind schon. Also wenn hier der Gang gewechselt wird, das haut dann richtig rein. Dann gibt es so ein kleines. Ich sag dazu so ein bisschen Kopfnicken. Wenn man schaltet, dass halt der Kopf kurz nach vorne geht. Bei diesem kleinen Ruck. Also kleiner Ruck, ne? Wenn du vom ersten und zweiten gehst, in echt, Alter. Wenn du dich da nicht anspannst, dann macht dein Kopf aber Party. Das ist ein ganz schöner Ruck. Der Huracan beispielsweise, der hat ein Doppelkupplungsgetriebe. Der hier aber nicht. Ich denke mal, deswegen schaltet der Huracan auch viel smoother. Viel sanfter oder kann sanfter schalten. Das ist bei dem ein bisschen ruppiger. Oder wie Rufen sagen würde, mal ein richtiger Schaltvorgang. Wer Rufen nicht kennt, der war früher bei Audi, ist jetzt bei Lamborghini. Auch in dem einen oder anderen Video von JP zu sehen. Und meine Anspielung ist auf das Video, das war, glaube ich, die große Überraschung von Era Lissien. Da durfte ja JP den Aventador SVJ fahren und auch auf Topspeed ausfahren. Da meinte auch halt rufen, ja, das ist ein richtiger Schaltvorgang hier. Männerschaltvorgang. Ja, ist auch ein richtiger Schaltvorgang. Ja. Nicht hier so, ne, nicht so ein weichgespülter, mal ein richtiger Schaltvorgang. So, nochmal Wheelspin. Darauf wollte ich einfach nur kurz anspielen. Also der haut die Gänge richtig rein, wenn man will. Man kann auch. Normalen Modus wählen zum sanften Start. Man kann aber auch richtig Gänge reinkloppen. So, Rennen haben wir hier bereits alle gefahren und das auch schon. Sehr gut. Dann haben wir hier noch ein Sprintrennen. Hier da oben ist auch kein Rennen mehr. Und hier unten dann auch nicht. Die Bei Felgen sehen geil nächster aus. Gelegenheit wenden.
Ja. Nochmal Wheelspin. Hä? Wo ist denn jetzt? In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, der Sound ist fett. 6,5 Liter V12 Saugmotor. Was will man denn mehr? Rechts abbiegen. Mehr Leistung. Das will man vielleicht mehr. Also ich würde es wirklich feiern, wenn der SVJ ins Spiel kommen würde. Der sieht halt... Ein Amatador ist jetzt nicht gerade ein Sleeper. Also ich glaube, die ist halt schon richtig brutal. Und halt der SVJ... Boah! Der guckt ja mal richtig sowas von böse. Mit dem Spoiler und alles mit der ganzen Aerodynamik, mit der aktiven vorne und hinten. Boah, ey, das ist schon ein fettes Teil. Nicht umsonst war er auch für kurze Zeit Rekordhalter auf der Nordschleife. Ich glaube, der normale SV ist gefahren, also mein Tattoo SV in der 6,59. War damit 2 Sekunden langsamer als der 9,18 Spider. Dann kam ja der Huracan Performante, 6 Minuten 52, glaube ich. Dann GT2 RS, 6 Minuten 47. Dann Aventador SVJ, 6 Minuten 44. Dann macht sich Porsche so, ja, schön, aber den Rekord haben wir gerne wieder. Dann haben sie es hier mit dem GT2 RS MR Manta Racing wiedergeholt. Ich meine, immer noch, so ein Klotz mit dem Aventador, Alter, 6 Minuten 44, das ist schon verdammt geil. Vor allem bei der Aventador SV, der dann nur 20 PS weniger hat, der ist 6 Minuten 59 gefahren. Und jetzt quasi so 15 Sekunden besser als der SV. Das ist schon krass. Muss aber mal ganz kurz was gucken. Mal neu starten. Ich habe gestern mal für eine Rennen die Schwierigkeit geändert. Also jetzt offscreen. War das gerade unschlagbar? Ah ja, ich wollte schon sagen. Ich bin nämlich ein Rennen gefahren für den Forzaton. Dieses am Strand mit den Offroad-Buggies. Oh ja, erste Probe. Grandios. Schöne Autos fahren hier mit. Auch nicht so neue Autos bisher. Ja, was älteres. Schöner Noble. Richtig Noble, der Hobel. Oh Gott, war das schlecht. So macht man Witze. Oh nee, das war nicht ganz so gut. Ja. Haarnadelkurven sind nicht gut. Egal, mit welchem Auto. Der Sound, ne? Hallo, Noble. Gut. In den schnellen Kurven wird aber nicht so gut langkommen. Das wird anderswo deutlich besser. Aber für das Gewicht geht er noch klar. Von hinten kommt Kundschaft, glaube ich. Ha!
Nix ist. Vierter Platz. Hä, war ich nicht gerade noch Fünfter? Okay. Schöne Autos, Aventador J, normaler Aventador, Nobles, Stück 6 CC8S. Schöne Autoauswahl. Allesamt sehr, sehr geile Autos. Und der besten davon gefällt mir. Wahrscheinlich der normale Aventador. Ich meine, der ist auch wirklich richtig cool, keine Frage, aber ich meine, ich finde, einer sieht mit Dach geil aus. Am besten einen Aventador mit Dach, aber mit der Aerodynamik hier, mit dem Spoiler. Weil der gefällt mir wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Oder sich Aventador mit Spoiler, jetzt der SV oder SVJ, Bombe. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. So, das heißt, eine Querfeld-Einrundstrecke, die sollten wir im besten Falle nicht machen. PS-Lands haben wir soweit eigentlich sogar alle geschafft. Und die normalen Straßenrennen auch. Ich filter die mal kurz raus. So, Straßenrennserie, ob wir da alle geschafft haben. Genau, halt bis auf den Kraken. Der kommt noch. Schatzkarte, nein, will ich nicht kaufen. Denn könnten wir noch ein paar Dirt-Rennen machen mit dem Wagen. Je nachdem, was für eine Strecke das ist, sollte das auch ganz gut klappen. Ich bin ja sogar hier schon. Wie passend. Wir versuchen es einfach mal. Ich weiß, der Wagen ist dafür Offroad sehr ungeeignet. Auch so tief und so und so harte Federn und alles und egal. Wir müssen ja nicht gewinnen. Dann geht's doch gar nicht. Ich muss immer sagen, es geht um den Spaß. Wenn ich nur gewinnen will, würde ich nicht hier auf Unschlagbar spielen und würde ich allgemein, glaube ich, nicht Forza spielen. Wenn ich nur gewinnen will. Quasi richtig schöne Geldverschwendung. Also so schnell wie dieser Wagen jetzt an Geld verlieren wird oder an Wert, so schnell kann man gar nicht zählen. Ist ja gut, dass wir Allrad haben. Ich denke, hier so ein Sandro wird sich nicht so sonderlich gut fahren, Offroad. Meiner geht eigentlich sogar. Wie man es gerade sieht. Jetzt hat er wohl so leichte Probleme. Bei uns geht es noch. Probleme halten sich in Grenzen. Das haben wir, sieht so gut aus, wenn ich das Design gefällt mir. Den Wagen habe ich auch noch gar nicht. Den kann man dann, glaube ich, auch nur gewinnen. Wenn ich bei irgendwas, glaube ich, Stufe 20 bin. Ich glaube, war das bei der Straßenszene-Rennen oder bei dem Projekt? Ach, keine Ahnung. Irgendwo kann man den Wagen gewinnen. Schaffe ich auch noch. Da kommt der auch vielleicht im Let's Play dann. Wer weiß. Auf gut, dritter Platz. Was soll man denn mehr? Ich habe ein kleines Leistungsproblem, glaube ich. Ich habe jetzt niemanden wissen, nicht behindert. Und trotzdem dritter geworden. Eigentlich schon peinlich, dass ich gerade in dem Straßenrennen vierter war, jetzt im Offroad-Rennen dritter. Ja gut, die ersten Plätze, alle sahen Dreiradfahrzeuge. Ja gut, Pagani Huayra ist auch nicht unbedingt die perfekte Wahl. Oder Zenvo ST1.
Dennoch weit über 1000 PS. Da gibt es sicherlich was Sinnvolleres. Aber ist ja nicht mein Problem. Dritter geworden und bin zufrieden. Ja. Schweinsbraten hast du gut gemacht. Das hat jetzt erstaunlich gut geklappt. Also machen wir das jetzt auch weiter. Wir haben ja noch ein paar Rennen offen. Die Strecke könnte cool werden. Da könnte man noch ein paar mehr Ründchen fahren. Ja gut. So, ich filter jetzt nochmal nur die Dirt-Rennen raus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, ich kann richtig zählen. Machen wir mal das hier. Bei nächster Gelegenheit wenden. Schick, schick. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Eine Kraken werden wir auch bald fahren, aber auch nicht in diesem Auto, das kann ich euch schon mal sagen. Wenn ihr das Spiel selber habt, guckt mal in die Erfolge von dem DLC. Und du wisst ihr, mit welchem Wagen ich das fahren werde. Aber es gibt nämlich einen Erfolg, wenn man in den Kragen mit einem bestimmten Auto in einer bestimmten Zeit fährt. Und kleiner Tipp, es ist nicht der Aventador. Aber ein anderer Wagen des DLC. Und der Aventador werden wir auch mit einem bestimmten Auto fahren. Du hast dein Ziel erreicht. Was wir auch noch hier bisher gar nicht im DLC gefahren sind. Sollte euch ein Licht aufgehen. Welchen finanziellen Autos sind wir im DLC noch nicht gefahren? Das kann nur einer sein. Da gibt es auch eine bestimmte Zeit zu schlagen. Ob wir das schaffen werden, weiß ich nicht, aber man kann es ja mal probieren. Es fehlen eh noch einige Folgen im DLC. Ich habe gestern noch die letzten beiden Straßen entdeckt. Ich habe hier ein Fortsetzung gemacht. Fortsetzung live. Das ist auch ein Erfolg. Würde ich auch nochmal vielleicht extra machen. Scharf. Drei Runden. Würde eigentlich mehr einstellen. Dummerchen. Ich bin ein Dummkopf. Schicke Farbwahl, muss ich sagen. Komm. Gerade mit durch Pfützen fahren könnte lustig werden. Gib Gas, Leute. Komm, Noble, Gas geben. Hallo. Schönes Dickerchen.
würde gerne wenigstens Vierter werden. Also müssen die sich davon noch ein wenig kriegen. Also sich wegschubsen. Und ich komme einfach ran. So, jetzt natürlich auch. Robben sind echt ganz schön fies teilweise. Sie hat, glaube ich, sogar eine klügere Idee, schon vor dem Sprung zu bremsen, dass man nicht so weit fliegt. Ja gut, so vielleicht nicht, aber ich denke, wie ich das meine. So, ja, 2 Sekunden Rückstand, würde ich schätzen. Ich glaube, auf dem 5. ist das ein Zenvo vielleicht sogar. Der wurde auf dem Avanza Dora überholt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist der Zenvo halt wirklich so langsam? Das war nicht eher. Kommt dann Nova eigentlich schon wieder her? Nova ist wieder weg. Aber das geht ja mal gar nicht hier. Ist ja nicht überholt. Überhaupt nicht okay. Hol ich mir noch, mein Freund. Das ist noch nicht gegessen. Und wieder. Was stylisch ins Ziel gedriftet. Grundsätzlich hätte er noch besser sein können. Ich weiß, durch den Drift. Ich eher so bei einer 1,45 2 vielleicht gewesen. Und eine sehr schlechte Rundenzeit. Das war ein S. Genau. Zenvo SD1. Davor waren ganz viele Aventadors. Hätte ich mir denken können. Und auf die letzten 3 die Nobles. Ja. Ah, bald 20 Mille. Und um dann wieder 5 Millionen runterzugehen. Das Edinburgh Castle. Ein Rennen noch? Irgendwie schon. Es sind hier noch eins in der Nähe. Das war Querfeld 1, ne? Ja, die sollte ich. Das ist dann doch wohl ein wenig zu krass. Schätze ich mal. Hier haben wir auch keins mehr. Und hier ist noch eine Querfeld 1 Rundstrecke. Machen wir die noch. Ja, doch. Bei nächster Gelegenheit wenden. Komm. In 400 Metern links abbiegen.
Kunst ist eh egal. Ich habe alles dann auf 3 Sterne gemacht mit dem Funko Motorsports F9. Der für die PS, also dafür war der echt gut geeignet. Muss ich wirklich sagen. Ja. In 400 Metern rechts abbiegen. Wird sehr frisch, denke ich mal. Ich würde nicht mit 300 fahren. Ich glaube, das hat er wohl wahrscheinlich nie gemacht. Rechts abbiegen. Der Wagen war, denke ich mal, die meiste Zeit in der Garage. Mal angucken, so, ey, ich bin das Auto, aber ich fahre es nicht. Das hätte auch echt schade, dass man sich, zwar viele Leute mit halt ausreichend finanziellen Mitteln solche Autos kaufen, die aber niemals fahren. Das ist halt schade fürs Auto. Autos allein auch im Standschäden, die nicht gefahren werden. Ich denke auch gerade solche Autos mit solchen Motoren, die müssen auch gefahren werden. Die brauchen auch das. Ab und zu mal. Das ist halt wirklich schade. Weil ob dazu das Geld wirklich das wert ist, muss ich ja für sich selber entscheiden. Ob das braucht oder. Das ist aber eigentlich echt schade. Muss ich wirklich sagen. Weil wenn ich so viel Kohle hätte. Nein, nicht Name. Mir sicher das kaufen würde, würde ich mir erstmal nicht so viele Autos kaufen. Halt auch wirklich nur so viele, wie ich fahren kann. Ich meine, wozu brauche ich 70, 80 Autos? Wenn ich davon 3 Stück fahre. Das ergibt nämlich keinen Sinn. Dann kaufe ich mir auch nicht so viele Autos. Dann würde ich auch versuchen, jedes irgendwie zu fahren. Ich kann natürlich jetzt nicht jedes Auto jeden Tag fahren, das ist mir bewusst. Aber irgendwie müssen die Autos auch bewegt werden. Auch mal für längere Strecken. Nicht nur so 10 Kilometer einmal ins nächste Dorf fahren oder nächste Stadt und zurück. Da wird der Motor ja auch kaum warm. Oder kaum Belastung. Das ist nicht schön für das Auto. Dabei sind diese Autos nicht gebaut, um irgendwo rumzustehen. Wird doch theoretisch eigentlich würde mir 2 Autos reichen. Eins zum Spaß haben und eins für den Alltag. Zum Spaß haben, glaube ich, mir ein GT3 RS. Generation 991.2. Zum Spaß. Alltagsauto, was nicht irgendwas Normales. Das ist nicht ein Opel Corsa E oder ein Skoda Fabia 3, sowas. Ein Ford Fiesta. Nicht mal Fiesta ST würde ich auch gar nicht haben. Jetzt habe ich ein Spaßauto, um schnell zu fahren. Das würde mir jetzt bisher erstmal reichen. Den SUV-Rotz brauche ich sowieso nicht, oder Geländewagen. Ich denke, die 520 PS des Porsches sind auch ausreichend. Brauche ich keinen Hypercar oder sowas. Das kann man eh größtenteils nicht nutzen, diese Leistung. Die jetzt diese Hypercars haben. Würde ich ausfahren, ich meine, der Porsche fährt auch locker 300. Wenn ich jetzt, was ich, 3,10 fahre oder vielleicht 3,30 für eine Minute oder sowas. Das ist ja auch kein so riesiger Unterschied. Ich glaube, die Beschleunigung ist viel besser und alles und anderer Sound, aber was ist das denn wert? Wenn ich aber wenn ich 2 Autos jetzt haben möchte, aktuell, eins zum Spaß haben und eins mal für den Alltag. Spaßauto, der GT3 RS, der aktuelle. Das Alltagsauto, glaube ich, ein Skoda Fabia 3. 110 PS, glaube ich, 7-Gang DSG würde ich nehmen. Wenn ich es mir aussuchen könnte. Oder ein aktueller Opel Corsa E, glaube ich, mit 1,4 Liter Ecoflex mit 200 PS. Mach ich doch aus. Was will ich denn mehr? Was soll ich mit einem 5er BMW? Bringt mir kaum was.
Was fährt da vorne rum, Alter? Kann es wertvoll sein? Vorne was Rotes. Ferrari? Das ist klischeehaft. Weil auch viele Ferraris eigentlich gelb ganz gut aussehen. Ich glaube sogar Rot ist nicht mal die offizielle Ferrari-Farbe, sondern es ist gelb. Was ich mal so gehört habe. Die ist sogar eigentlich ganz cool. Und der Offroad-Abschnitt, der geht auch. Hallo, Schnucki. Ford GT. Das ist der. Das ist ein alter Ford GT. Mit einem sehr komischen Motorsound. Scheint der Motor vom aktuellen Ford GT zu sein. Das ist der. Das ist Mark 1, 2 oder 3. Das ist die gute Frage. Das ist der Mark 1 sogar, ne? Mark 1 Ford GT. Hat einen Motorsport. Erstmal werde ich jetzt wohl nicht mehr kriegen. Da reicht es dann doch nicht. Aber da würde ich erstaunlich, dass der Ford GT jetzt so weit oben mitfährt. Auch so eine gute Rundenzeit geschafft hat. Ich wollte gerne wissen, wie der getuned ist. Das würde mich interessieren. Ob der zum Beispiel Allrad hätte. Wie viel Leistung zum Beispiel. Hier Reifen. Was ich aber noch mehr und noch lieber wissen würde, was da vorne fährt. Für ein schickes rotes Auto. Was echt gut gefahren ist. Okay, Enzo. Gut. Bei der 64er Ford GT 40. Ist das ein Mark 1? Oh. Könnte sogar ein Mark 1 sein. Ja, cool, Enzo, ne? Krasses Teil. Meine Rundenzeit war soweit in Ordnung. Sogar eine bessere als der Enzo gehabt. Sehr schön. Und es war eine Frau am Steuer. Oh mein Gott, Frauen können Auto fahren. Ja, können also. Ich muss auch leider sagen, besser als Männer. Ist leider wirklich so. Aus meiner Erfahrung fahren Frauen besser Auto als Männer. Das sehe ich sogar beim Einparken genauso. Weil ich halt oft sehe, dass halt Männer sich denken, die Parklücke, so die Striche auf dem Boden, da scheiße ich mal drauf, ich parke einfach irgendwie. Sondern auch mega schief stehen und überhaupt nicht in der Lücke oder irgendwie zwei Parkplätze auf einmal verbrauchen oder noch mehr oder sich irgendwo mitten im Weg stellen. Da sind Frauen, finde ich, deutlich besser. So, das war's dann für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss!